Hallo liebe Nähfreunde, ein Must-Have-Nähfuß möchte ich euch in diesem Video präsentieren. Es ist der Schmalkantfuß Nummer 10. Die in der Mitte befindliche Führung beim Schmalkantfuß Nummer 10 ist eine große Hilfe beim Entlangnähen von Kanten. Die Führung geht nicht durch das Stichloch und somit lassen sich neben dem Geradstich auch Zickzack- oder Dekorstiche nähen. Ich möchte euch nun drei von vielen Anwendungsbereichen näher zeigen. Für das schmalkantige Absteppen lege ich den Stoff an die linke Seite der Führung. Die Nadelposition stelle ich auf zwei Stellen nach links ein. Das Bandaufnähen funktioniert genauso gut. Hier reicht es, wenn man die Nadelposition um eine Stelle nach links einstellt. Aber nicht nur mit dem Geradstich lässt sich ein Band perfekt aufnähen, es lassen sich auch Zickzack- und Dekorstiche verwenden. Kante an Kante nähen ist mit dem Schmalkantfuß Nummer 10 ein Kinderspiel. Dafür lege ich die umgebügelten Stoffkanten rechts und links neben die Führung und wähle einen Stich, der in beide Stoffe einsticht. Was ich euch eben gezeigt habe, war nur ein kleiner Bereich von den vielen Möglichkeiten mit dem Schmalkantfuß Nummer 10. Weitere Anwendungsbereiche findet ihr im Blogbeitrag Zubehör des Monats Juni. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen mit dem Schmalkantfuß Nummer 10. Eure Birgit. Berliner. Made to create.